jetzt so oder bin ich wieder ganz alleine? Naja. Bei Mali. Der hat hier irgendwas. Mal gucken. Howdy, Aria. Danke, dass du mir beim Bau meiner Sprungbahn geholfen hast. Jetzt brauche ich nochmal Hilfe. Die Sprungbahn in allen Ehren, aber in der letzten Jorvik-Gazette stand etwas über Barrel-Rennen oder so. Das Schwierigste, das ich je gesehen habe. Ich habe bereits damit begonnen, eine tolle Bahn zu bauen. Ich weiß aber eigentlich gar nicht, wie das geht. Deswegen habe ich ein Regelbuch bestellt. Kannst du das für mich abholen? Derek von der Post sollte es bereits haben. Na gut. Und einmal wieder nach Silverglade. Ist das kleine Posthäuschen. Hallo Aria. Ja, Marlies Buch ist angekommen. Marlies steht da. Okay. Hier ist das Buch, das Marlie bestellt hat. Barrel-Rennen scheint echt cool zu sein. Wenn ich mich nur hoch in den Sattel trauen würde, dann würde ich es sofort versuchen. Ich habe heute Morgen ein wenig im Buch geblättert, als ich nichts zu tun hatte. Ich hoffe, das war okay. Bestell Mali, schöne Grüße und viel Erfolg. Okay. Mist, da können wir ja gar nicht raus. Umdrehen, umdrehen, umdrehen. Da. Runter. Hat geklappt. So, Mali. Juhu, jetzt bauen wir die schwierigste Barrel-Rennbahn nur Bahn in ganz Irwig. Du kannst mir helfen, Aria. Das wird super. Als allererstes habe ich ein paar tolle Fässer bestellt. Man kann kein Barrel-Rennen ohne Fässer veranstalten. James sollte sie in Fort Pinter entgegennehmen und sie dann herbringen. Aber er ist noch nicht aufgetaucht. Kannst du dorthin reiten und gucken, was los ist? Der James wieder. Der kriegt auch nichts hin. Nehmen wir mal den Transporter. Das ist mir jetzt ein bisschen zu weit. So, einmal hier durch. Zack. Vor Pinta. Mhm. Ich hab's bezahlt, aber irgendwie. Hä? Ich verstehe es nicht. Hä? Jetzt kann ich nicht mehr mit dem Transporter fahren, oder? Doch. Ich glaube, die Server sind ein bisschen überlastet gerade. So. Dann einmal zu James. Uff. Ach ja, die Fässer. Die habe ich fast vergessen. Leider ist etwas Dummes passiert. Der Fahrer dachte, ich hätte Fairgrove gesagt und nicht Frau Pinter. Der Lastwagenfahrer rief an und hat gesagt, dass die Fässer irgendwo zwischen dem Veldalsee und Fairgrove heruntergefallen sein müssen.
Er sagt, wenn wir die Fässer haben wollen, müssen wir selber suchen. Ich würde dir ja helfen, aber ich muss mich um die Touristen kümmern. Das Geschäft läuft gut, deswegen habe ich keine Zeit. Du musst hinreiten und selber suchen. Viel Glück. Oh. Sag mal, wenn hier mal was klappen würde mit den Lieferungen. Mann, Mann, Mann. So, dann machen wir Fehlgriff und dann mal gucken. Jetzt funktioniert das wieder nicht. Netzwerkfehler. So, da bin ich wieder zurück. Es gab einen Netzwerkfehler überall. Naja, gut. Dann müssen wir jetzt die Fässer suchen. Für Mali. Die sind natürlich wieder abhanden gekommen. Ist ja nichts Neues hier. So. Rauf zum Veldelsee. Also hier. Irgendwie. Da hinten? Auf gut Glück, ne? Da oben müssen wir hin. Da. So, mal gucken. Müssen wir hier eigentlich bald sein. Sind ja fast da. Gut, hoch und dann mal runter, aber... Nur Frau Moors, aber keine Fässer. Komisch. Gibt es noch einen zweiten Weg hier hin? Vielleicht hier? So, also, ich glaube, wir machen das erstmal so. Ich bin wieder da, wenn ich sie gefunden habe. Das dauert ein bisschen zu lange jetzt. Also, dann bis gleich. Hallo, da sind wir wieder. Ich habe gefühlte Jahre gebraucht, um blöde Fässer zu finden. Die wurden mir auch gar nicht angezeigt. Das ist richtig komisch. Aber ausgeloggt, eingeloggt, jetzt geht's. So, erstes Fass von 3. Dilling, das ist das nächste. Stopp, stopp, stopp. Die sind aber kaputt, ne? So. Ist das nächste? So. Das war eine Rutschpartie. Ich hoffe, wir haben jetzt... Ach, da oben. Da oben. Fass, wir kommen. Wir retten dich. Zack. Okay. Dann schätze ich mal wieder zu Mali. Dann lassen wir uns mal abholen. Dann geben wir das jetzt ab und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei.
so viele Unterbrechungen heute. Tut mir echt leid. Mali, Mali, Mali. Ich hoffe, das war jetzt auch hier. Nicht, dass ich wieder... Ja, puh. So. Du hast die Fässer gefunden. Gut gemacht, Aria. Aber warte, die sind ja ganz kaputt. Typisch. Was soll ich jetzt machen? Ohne Fässer kann man kein Barrel-Rennen machen. Veranstalten. Gut, das trifft sich gut, dass wir da morgen weitermachen können. So, dann... War es das heute wieder? Und bis morgen. Tschüss.